So, herzlich willkommen zum nächsten UI-Talk. Heute habe ich mal wieder eine Seite selbst rausgesucht. Leider gab es beim letzten Mal keine Vorschläge mehr. Wie gesagt, wenn ihr Vorschläge habt, von vornherein ist schon mal gesagt, gerne einfach mal unten in die Kommentare, schreibt einfach die Webseite. Egal was für eine Webseite es ist, es kann auch einfach eine Webseite von euch selbst sein. Wie gesagt, ich versuche immer so gut und objektiv wie möglich zu bewerten. Ich will auch halt gar nicht ins Detail reingehen. Und ja, damit beginnen wir jetzt heute mit NeroxVase. Ja, fangen wir an. Die NeroxVase-Seite, für manche Leute vielleicht unbekannt, für manche doch. Wir reden hier von NeroxVase, das ist ein Minecraft-Netzwerk und das ist deren Webseite. Ich möchte heute mal angehen, weil ich die eigentlich ganz interessant finde. Es ist halt prinzipiell eine One-Side-Geschichte. Und das finde ich eigentlich ganz cool. Solche One-Pages sind halt haben halt wirklich in sich was. Also sie sind halt kompakt, aber trotzdem haben sie sehr viel Content, den man auch gut untereinander bringen muss. Und das ist halt auch so eine Sache, eine Kunst, die man halt beherrschen muss. Fangen wir an. Naja, also sozusagen der oberste Bereich der Seite ist halt an sich eine durchsichtige, ob jetzt, ja doch, an sich prinzipiell durchsichtige Nachbar, mittig zentriert, kompakt und ein Slider, der halt immer wieder sozusagen durchwechselt. Was ich jetzt vielleicht auch mal zeigen möchte, ist halt hier unten, ist ein schöner, cooler Balken, der hier immer durchläuft, dieser rote Balken hier unten. Und dementsprechend wechseln die Bilder. Wie ihr vielleicht seht, auf dem Hauptbildschirm, auf dem ich jetzt gerade bin, sieht man den Balken nicht. Warum nicht? Weil das Ganze hier angepasst ist auf eine Screenhöhe. Und wenn ich das richtig sehe, sind auf jeden Fall läuft das halt nicht richtig mit den 100 VH. Das kann aber auch sein, dass einfach Chrome hier rumbuggt. Ist nur schade. Weil an sich ist es ein cooles Element, sieht man leider nur auf meinem Zweitbildschirm. Wenn ich da halt nicht unten gerade das Ding habe. Wahrscheinlich haben da die Entwickler von NeroxVase das übersehen. Sollte man vielleicht nochmal angehen. Ansonsten, prinzipiell cooles Design, auch vor allem mit diesem Riffelmodus-Muster, ein schönes Pattern drüber gesetzt. Dann die Bilder halt in einem Grayscale und die Bilder fliegen wirklich rein, das passt sehr gut. Was ich aber sagen muss, ist halt, hier oben zum Beispiel diese Farben, das Rot geht unter. Leider Gottes. Also das Merch kann man zum Beispiel fast nicht erkennen. Ich weiß nicht, bei euch sieht es wahrscheinlich dann nochmal ganz anders aus, weil halt jetzt auch noch mit meinem OBS das nochmal anders aussieht. Aber ich finde, das Merch ist sehr schwer erkennbar, genauso wie es mit dem Shop. Da sollte man an sich nachbessern. Die Farbe an sich finde ich aber sehr gut gelungen. Also das Rot sticht hervor. Nur halt leider nicht hier oben in der Nachbarn. Das ist halt leider, dafür ist das einfach zu klein. Vielleicht sollte man die einzelnen Items ein bisschen größer hervorheben oder zumindest Merch und Shop ein bisschen dicker machen, damit es halt eindeutig erkennbar ist. Prinzipiell finde ich das aber sonst sehr gut. Das Logo hier halt wirklich sozusagen ein Header für die Page. Ich denke, das wird auch der H1-Tag sein. NeroxVase One for All. Das ist halt das, was man auch an Google weitergibt. Macht auf jeden Fall schon mal Sinn. Und sieht halt insgesamt gut aus. Sieht auch sehr clean aus. Gehen wir einfach mal ein bisschen weiter. Dann haben wir unten Support us by buying something in our shop. Finde ich eine gute Idee. Ich weiß noch nicht, was ich davon halte, dass das direkt hier oben auf der Startseite ist. Es wirkt direkt. Kaufaufforderung. Würde ich halt eher unten weiter ein bisschen einbringen, weil die Leute gehen ja auf die Seite, um ein bisschen mehr zu lesen. Von daher, ja, aber das ist halt jedem selbst überlassen. Wenn man jetzt hier sieht, ich habe jetzt gerade runtergescrollt, jetzt ist oben auch die Navbar, die hat sich farblich angepasst. Wie ihr seht, die fliegt dann so ein bisschen rein und poppt wieder zurück. Jetzt passt es auch mit dem Hintergrund sehr gut, auch mit den Farben. Jetzt kommen die halt hervor. Oben sieht man das leider nicht. Wie gesagt, sollte man vielleicht anpassen. Dann haben wir hier den Button, das habe ich schon vorhin gesehen, das ist, finde ich, ein sehr guter Effekt an sich. Und man sieht, dass das halt von oben runter fällt und dann färbt sich halt auch die Border ein. Eigentlich eine ganz nette Sache. Da aber halt, wenn man sich das mal anguckt, die Border hier außenrum die Farbe des eigentlichen Elements hat, frage ich mich, warum man die Border noch behält. Ich hätte die Border dann komplett weggenommen, weil dann sieht das deutlich schöner aus, der Effekt. Weil dann nicht das plötzlich rausfällt und oben erst ein roter Strich ist und plötzlich ist er wieder weg. Ansonsten hier ganz gut, ob man jetzt hier das Bild reinfügen will, muss, finde ich. Ich finde es an der Stelle zum Beispiel nicht so gut, ich würde es da rausnehmen. Bilder sind immer gut, ich würde aber eher dann zum Beispiel an so einer Stelle ein von Awesome Icon vielleicht sogar nutzen. Vor allen Dingen einfach aus dem Grund, dieses Bild hier, farblich hat das durch diese PayPal, PaySafe Card Geschichte, so eine farbliche Disorientation halt der Seite. Finde ich, macht sozusagen ein bisschen den Flow kaputt. Also wenn man sich das anguckt, da kommt plötzlich der Fokus drauf auf das Bild. Das Bild macht aber den Flow an sich von der Seite kaputt. An sich sollte man ja hier vorne drauf achten und da nicht so effektiv drauf. Wenn man jetzt sagt, okay, der Shop muss unbedingt gesehen werden, dann ist das vielleicht eine gute Idee. Prinzipiell macht das also ein bisschen die Seite an der Stelle kaputt. Ansonsten ganz cool. Hier unten
kommen wir zu unserer News-Geschichte. Die ist halt mittig zentriert, sehr viel Platz an den Seiten und generell, sagen wir es mal so, sehr clean. Gar nicht mal so schlecht, dass es so clean ist. Ich hätte aber prinzipiell geguckt, ob man das vielleicht nicht so ein bisschen aufteilt. Es hat Vorteile, halt hier und da mehrere größere, ein bisschen mehr Platz zu haben. Ich würde den Platz aber eher unten und oben nutzen und dafür hier zwei Sachen nebeneinander vielleicht. Das ist aber auch so eine Sache, die muss jeder für sich selbst entscheiden. Ist so eine Sache, die ich so sehen würde. Farblich aber sehr gut. Rot ist halt, merkt man auch auf der Seite, rot ist wichtig. Deswegen alles, was unterstrichen ist, ist rot. Wichtige Sachen sind rot. Die Tags sind rot. Dann halt sozusagen diese Font Awesome Icons hat man hier rot genommen. Und dann halt hier unten die einzelnen Sachen grau. Finde ich passt sehr gut. Was mich noch ein bisschen stört, was man vielleicht noch ein bisschen besser machen könnte, ist halt hier die Font Awesome Icons. Es ist klar erkennbar, dass das Font Awesome 4 ist. Ich würde Font Awesome 5 bevorzugen, vor allem weil Font Awesome 5 auch diese sehr dünnen Icons hat. Ich muss dazu sagen, die kriegt man nur mit Pro und Pro kostet im Jahr 70 Euro. Für einen Server, der aber genügend Spieler hat und auch viel umsetzt, würde ich halt an der Stelle zum Beispiel die dünneren Icons nehmen. Die wirken hier einfach passender, weil die Seite generell eher dünner ist und dann finde ich die Icons ein bisschen bollerig. Dann gehen wir weiter, hier der Smore, auch wieder der gleiche Effekt wie oben. Hier passt es aber sehr gut, weil halt die Border eh schon die Farbe hat. Hier oben passt es ja nicht so gut, hatte ich ja schon gesagt. Hier passt es aber. Dann kommen wir zu den Game Modes. Man hat hier die einzelnen Game Modes. So, wenn man jetzt hier rüber geht, kommt hier so ein bisschen so ein Effekt, das ein bisschen heller wird. Fällt fast nicht auf. Auf meinem Bildschirm zumindest. Ich denke, im Video seht ihr es ein bisschen heller. Das ist abhängig vom Bildschirm. Ich hätte es noch ein bisschen stärker gemacht. Ich muss aber auch dazu sagen, ich habe bei meinem Bildschirm jetzt nicht die stärksten Kontraste eingestellt. Das will ich aber auch gar nicht, weil ihr müsst immer davon ausgehen, dass irgendein Nutzer, den ihr habt, halt auch gar nicht sozusagen den Bildschirm mit solchen guten Kontrasten eingestellt habt. Und wenn ihr dann sozusagen nur leichte Unterschiede habt, wie es jetzt hier der Fall ist, fällt das fast gar nicht auf. Wie ist es vorhin? Ich gucke ja immer die Seiten vorher schon einmal an, um so ein bisschen was mir festzusetzen und am Ende gehe ich das nochmal einfach im Detail durch. Da ist mir schon gar nicht aufgefallen. Mir ist es erst jetzt aufgefallen, dass das eine leichte farbliche Unterscheidung ist. Würde ich halt prinzipiell ein bisschen stärker machen, aber an sich sonst gar nicht so schlecht. Ich denke mal, dass man hier mit dem Hintergrund besser arbeitet. So, und wenn man jetzt aber hier draufklickt, zum Beispiel bei Skywars, dann kommt einfach so ein Modal. Es fliegt nicht mehr auf, sondern es ploppt da plötzlich hin. Play this classic PvP mode on our network, fight as team or alone against others and don't let your Iceland beat you. It lasts to survive and win. With our varied kits, we offer you a comprehensive gaming experience. Generell, die Seite ist halt überall auf Englisch. Ich weiß nicht, ob es hier eine deutsche Version gibt. Ja, doch, gibt es hier. Es gibt halt tatsächlich eine deutsche Version, okay. Hier, die Texte sind auf Deutsch, alles in Ordnung. Aber, ich finde, hier diese Bilder sind halt, passen halt zueinander, alles in Ordnung. Ich finde auch hier wieder die Bilder zwar nicht perfekt passend zu der Webseite, ich finde, das ist eine leichte Desorientation. Ich hätte es ein bisschen anders gemacht. Ich hätte die Bilder farblich aneinander angepasst, zumindest dass die Texte immer gleich sind. Auf der anderen Seite hat man hier diese Wool Battles und sowas, dass die halt auch herauskommen. Ist ja auch in Ordnung. Aber, wenn ich jetzt so ein Modal habe, dann würde ich das halt eh schon, wenn ich hier, ich habe hier oben hier einen richtig coolen Slider-Effekt in den Bildern drin. Da wurde sich richtig Mühe gegeben. Und dann klicke ich auf dieses Bild drauf. Es hat nicht mal einen richtig großen Effekt, wenn ich da drauf gehe. Dann klicke ich da drauf. Das Modal ploppt einfach nur auf, es kommt nicht mal ein Fade-In-Effekt oder sowas, es ploppt einfach nur auf und dann ist da nichts außer einmal eine Überschrift und ein bisschen Text. Also das erwarte ich nicht. Ich erwarte zumindest irgendwie ein Bild. Mindestens das Bild, was da vorne angezeigt wird, erwarte ich wieder oben drin, damit das Modal ein bisschen größer ist. Ich erwarte das Modal an sich zentriert auf der Webseite, so ganz oben finde ich das unschön. Muss ich ganz einfach sagen, ich finde es passt nicht nach oben, es gehört mittig auf dem Bildschirm. Das ist einfach die Erwartung, die ein Nutzer an so eine Oberfläche hat. Und ich erwarte prinzipiell auch ein bisschen mehr davon. Ich habe hier so ein bisschen Info und ich würde aber viel mehr eigentlich sehen wollen, zum Beispiel mehr Info, dass ich zum Beispiel zum Forum gelange oder sowas. Oder dass ich halt sozusagen so Unterpunkte habe wie Forum und unser Spielmodus erklärt oder sowas, ne? Dass da halt mehr drin ist. Also man setzt hier voraus, dass die Spieler halt wissen, wie der Spielmodus funktioniert und das finde ich eigentlich schade, weil prinzipiell könnte man halt so viel aus diesem Modal machen, was man hier gemacht hat, beziehungsweise man könnte das Modal sozusagen als Verlinker zu weiteren Seiten machen. Das fehlt hier komplett. Könnte man besser machen.
Und das ist halt, damit ich es einmal zeigen kann, überall durchgehen. Das ist überall nur dieser kleine Text. Da ist nicht mal viel dabei. Klar, es ist jetzt halt auch mehrfach übersetzt, ist alles auch richtig, dann sollte es vielleicht nicht so riesig sein, trotzdem finde ich, fehlt da was. Und das ist wirklich so mit das schlechteste, also der schlechteste Punkt, das, was die Webseite am schlechtesten macht. Die Webseite an sich ist sehr gut gelungen. Wie gesagt, es gibt so ein paar Sachen, die halt so ein bisschen diese Desorientation mit reinbringen, aber an sich ist die Webseite gut. Nur an dieser Stelle, finde ich, hat man halt das Potenzial dieser Webseite verschossen. Und ich finde, da sollte man auf jeden Fall nachbessern und halt das verbessern. Und das ist halt eigentlich das Doofe. Und ich würde halt mir wünschen, dass man da halt hingehen, zumindest das halt anpasst und sich nochmal da dran setzt und das vielleicht optimiert. Dann gehen wir weiter zum About Us. Also About Us, näherungsweise ist halt so eine Info und auch wie viele Nutzer aktuell online sind, wie viele einzelne Server, wie viele aktive Server, aktive User monatlich, Unique Users, ich habe mich verlesen, sorry. New Users last 30 days, of the community have been online in last 30 days, all-time banned users. Ich finde die Statistik verdammt gut. Ich finde es auch verdammt gut, wie es sozusagen angezeigt wird. Was ich etwas lustig finde, ist, dass die Zahlen hier sozusagen hin und her springen. Finde ich passt nicht zu dem sehr clean Look, den man hier oben hat. Man hat das About Us und plötzlich springen die Zahlen von der Größe hin und her. Ich würde die Zahlen eher in der Größe gleich haben wollen. Das ist aber auch wieder so eine Sache, ne? Aber prinzipiell finde ich das komisch, dass die Zahlen nicht gleich sind. Die passen nicht zusammen. Vielleicht ist das gewollt. Ich finde es nicht so gut. Das scheint aber auch ein bisschen zur Schriftart von der Schriftart zu kommen. Hier vorne ist das mit den 30 genau so. Ich finde es eher schlecht. Aber das ist jedem selbst überlassen. Was ich aber mehr zu bemodern habe, ist an sich die roten Zahlen. Die roten Zahlen finde ich gut. Die sollen es hervorheben, dass es wichtig ist. Aber ich schreibe hier fett das Unique Users und dann halt die Zahl klein. Die Zahl ist klein, aber das Unique Users ist groß. Prinzipiell würde ich das ganz anders machen. Ich würde das Icon, das Font Awesome Icon groß machen, das Users are online eher ein bisschen kleiner vielleicht und die Zahl groß machen. Oder das so lassen, wie es ist und die Zahl halt klein und grau lassen. Ich finde, so wirkt es halt einfach, es passt nicht so ganz. Das ist halt, ja, es ist klein, aber trotzdem soll es wichtig sein. Für mich ist klar erkennbar, dass es ein wichtiges Element ist, weil es rot ist. Rot sticht ins Auge und prinzipiell haben wir fast kein Rot auf der Seite. Aber es ist viel zu klein, um halt wichtig sein zu können. Das ist so eine, ja, UI-Fehler, finde ich, in dem Sinne. Und das sollte dringend verbessert werden. Das hat auch nicht sonderlich gelungen. Hier, Partners finde ich eigentlich ganz, ganz gut. Was mir auffällt, ist halt, wir haben hier einen weißen Hintergrund, durchsichtiges Bild. Dann kommt ein sehr, sehr, sehr dunkler Fade darüber, der halt klar erkennbar macht, dass es sozusagen ein Viereck ist, was vorher nicht erkennbar ist. Und dann kann man halt zu der Website und sowas. Ist jetzt nicht sonderlich schlecht. Ich finde nur, dass sehr, sehr ein Kontrast sehr stark. Und irgendwie ist es ein bisschen ungewohnt, dass plötzlich dann sowas das so aussieht. Aber ich würde es halt ein bisschen anders machen, wenn ich es machen würde. Aber es ist, wie gesagt, jedem überlassen. Dann kommen wir zum Contact Us. Feel free to contact our team if you have any questions or suggestions. Hier haben wir die Icons, die von Awesome Icons in Rot. Finde ich sehr gut. Passt. Hier halt auch das mit dem TeamSpeak Ticket Support Discord und hier NerixBaseNet Support Formular und halt auch die Discord ID. Zum Beispiel genau diese Sache, die hier gemacht wurde, hätte ich zum Beispiel hier oben mir gewünscht. Sowas in der Art. Da wird halt klar, was ist, wie das gehört. Das ist hier unten eindeutig super zusammengestellt, hier oben irgendwie nicht. Hier oben ist es mehr an der Stelle. Dann kommen wir weiter. Dann haben wir diese YouTube-Links, die sind auch sehr schön eingebunden. Ich hätte sie eher im Footer erwartet, aber da die Seite ja scheinbar halt eine One-Side ist, oder ist es eine One-Side, passt das. Dann halt, dass die von Kulo gemacht ist, ganz nett. Was ich lustig finde hier, copyrighted NerixBaseNet, MyKNS 1 Unternehmen, läuft also unter MyKNS, Partners, MyKNS. Also, fällt mir jetzt nur gerade so nebenbei auf. Ansonsten Impressum, verlinkt halt auf eine externe Seite. Ist in Ordnung, wenn man halt das auf eine Seite verlinkt.
weil aber die Datenschutzerklärung ist jetzt hier für MyKNS. Ich sehe hier keine Datenschutzerklärung. Ah, gut, hier ist Datenschutz 1. Datenschutz 2. Ja. Also prinzipiell an sich, ihr seid hier gut gemacht. Ich möchte aber darauf nochmal hinweisen, dass halt prinzipiell Datenschutzerklärungen immer an die Webseite angepasst sein sollten. Ihr habt in der Webseite immer unterschiedliche Sachen. Wenn ihr eine Datenschutzerklärung sozusagen macht, die ihr auf mehreren Seiten verbreitet, dann müsst ihr prinzipiell alles drin haben, was alle Webseiten haben. Das heißt, wenn eine Webseite von euch zum Beispiel jetzt Google Fonts drin hat, dann müsste es auf jeden Fall eine Datenschutzerklärung drin sein, die für alle eure Webseiten gilt. Und das heißt, ihr müsst dann auch sozusagen das in die Datenschutzerklärung schreiben, wo halt prinzipiell Nutzer reingucken, die auf einer anderen Seite von euch unterwegs sind und dann feststellen, oh, da sind Google Fonts drin, ich möchte aber nichts mit Google zu tun haben, oh, ich gehe wieder von der Webseite weg. Werdet ihr ganz selten haben, wenn eher größere Seiten haben. Aber prinzipiell, bedenkt immer, es ist sinniger, meiner Meinung nach, ein Impressum pro Seite zu machen oder eine Datenschutzerklärung pro Seite, weil ihr erstens dann nicht abhängig davon seid, dass wenn dann plötzlich zum Beispiel jetzt dieses Netzwerk hier, Nährungsbase.net, verschoben wird von einem Inhaber zum anderen, dann ist es ja inaktuell, dann müsstet ihr es ja recht schnell ändern. Das könnt ihr dann nicht so schnell, weil es eine externe Seite ist. Das heißt, ihr müsst erstmal eure Seite fertig machen oder ihr müsst diese externe Seite ändern. Andere Geschichte auch, das ist halt insgesamt sinniger für eine Seite immer ein einzelnes zu haben, als halt für mehrere. Vor allen Dingen, weil ihr, wie gesagt, ihr könnt die angepasster machen an die Seiten. Das Ganze ist kürzer, der Nutzer kann das erst eher durchlesen. Ihr könnt es halt unterschiedlich designen, es passt mehr an die Seite. Weil ich hier jetzt eine Datenschutzerklärung drauf gehe und ich sehe hier MyKNS, dann frage ich mich im ersten Moment, hey, ich wollte doch die Datenschutzerklärung für NeroXBase. Warum kriege ich die für MyKNS? Ich weiß nicht, ob es gewollt ist, dass MyKNS hier so groß dargestellt wird. Hier wird hier MyKNS beworben und hier unten irgendwo, genau. Aber prinzipiell ist es fast schon sinniger, das Ganze hier sozusagen als NeroXBase zu behalten, weil dann hat man dieses Markenimage, was bestehen bleibt. Und deswegen ist es sinnig, das in der Webseite selbst einzubinden. Dann hätte ich eher zu der One-Page zwei Unterseiten erstellt, die im Design sind der One-Page, die halt einfach dazu passen. Aber wie gesagt, auch wieder sozusagen das, was ich davon halte. Und ich glaube, damit sind wir mit der One-Page hier durch. Merch und Shop ist halt extern. Und das ist meiner Meinung nach sozusagen, was ich von der Seite hier halte. Ja. Lasst doch mal in die unten in den Kommentaren euer Feedback zurück. Vielleicht habe ich auch was übersehen. Vielleicht findet ihr irgendwas, was ich gesagt habe, hier gar nicht so passend. Würde mich mal freuen, zu hören, was ihr davon haltet. Und ja, ansonsten bedanke ich fürs Zusehen. Ich würde mich freuen, wenn ihr abonniert. Daumen nach oben da lasst, wenn es euch gefallen hat. Und ansonsten bis zum nächsten Mal, bis zum nächsten Video. Tschüss.